Ja, weiter geht es mit Let's Play Titan Quest und dem Add-on Immortal Throne in der Epic Edition. Ja, wir haben scheinbar das Geheimnis, beziehungsweise ihr habt scheinbar das Geheimnis unserer Verwundbarkeit gegenüber Bögen wohl analysiert. Und dann schauen wir uns doch mal an, wie es um unseren Durchschlagswiderstand steht. Und Durchbohrungsresistenz ist das hier einmal. Genau, Durchschlagangriff. Ich glaube, der Speer hat das nämlich auch. Aber wir haben auch einen Bogen. Deswegen habe ich mal einen hier, weil ich nicht switchen möchte. Weil ich nicht weiß, ob ich die Sachen noch tragen kann. So, guck mal hier. 25% Durchschlagsanteil. Das heißt, wir brauchen hier mehr Durchbohrungsresistenz. Haben wir hier sonst noch irgendetwas? Oh, Blutung ist natürlich auch fies. Das nicht. Das nicht. Das nicht. Okay, das ist der Störungswiderstand. Aber uns fehlt hier ein bisschen der Durchschlagswiderstand. Und, ich denke, wir können den Giftwiderstand hier wieder runternehmen vorerst. Was hat man eigentlich drauf? Ich glaube, das ist zerstört worden, ne? War das Herakles Macht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, guck mal hier, das können wir kombinieren. Damit haben wir das komplett. Was macht das? Wo kann man das denn? Kann alle Waffen verzaubern? Ja, natürlich unsere nicht, weil die natürlich legendär ist. Und das geht ja absolut nicht, dass man das Ding noch mächtiger macht, als es eh schon ist. Und deswegen gucken wir ein wenig in die Röhre. Aber das soll uns nicht davon abhalten, nochmal zu schauen, ob wir irgendwas anderes kombinieren können. Aber das sieht nicht so aus. So, warte mal. Verlangsamungswiderstand. Okay. Ich würde auch sagen, solange wir jetzt nicht mehr mit so viel Bogenschützen zu tun haben, vorerst, wir haben die Rüstung erstmal so beibehalten, weil ich nicht wüsste, wo ich nochmal Durchschlagswiderstand draufpacken sollte. Weil ganz im Keller ist das Ding auch nicht, sonst wäre es aber -40% Durchschlagswiderstand. Habe ich denn, aber hier ist kein Karawanenführer, ne? Achso, hier sind noch die Viecher am Kämpfen, so. Zack, weg mit euch. Ihr habt hier nichts verloren. So, weg mit dir und weg mit dir. Ich sollte natürlich auch hier die Anzeige für die Items wieder anmachen. Oh, da haben wir ein episches Herzblut der Furie. Wenn ich das jetzt richtig auf die Schnelle gesehen habe. So, ich stelle mich mal hier hin. Was haben wir bekommen? Jawohl. Da haben wir sogar schon eins. Lebenskraftschaden. Natürlich kann das wieder alle Waffen verstärken. Außer unsere. Wer hätte das natürlich gedacht? So, hier haben wir noch von diesen Viechern welche. So, zack. Und da war noch irgendwas mit Kältewiderstand. Das weiß ich jetzt allerdings gar nicht mehr zuzuordnen, in welchem Zusammenhang der genannt wurde. Wahrscheinlich mit den Magiern. So, zack. Na, ist das Ding jetzt mal ab? So, jetzt aber. Jawohl. Ah, hier sind noch mehr von diesen Flatterbestien. Empusa. So, weg mit dir. Ja, ich bin eingefroren, ich weiß. Ja, jetzt stelle ich mal nicht so an. Kleine Unterkühlung. So, eine außerweltliche Truhe. Her damit. Gut, und dann würde ich sagen, geht es hier oben weiter. Immer Richtung Nordwesten. Zumindest wenn die Karte korrekt abgebildet ist. Aber ich denke schon. Wir können jedenfalls mal auf die Karte gucken. Und ja, Nordwesten, das passt. So, haben wir hier noch was? So, sehr schön. Die waren alle schön nah beieinander. So, weg mit dir. Und weg mit dir. Jawohl, noch ein Teil. Ich glaube, wenn wir die ein bisschen farmen, dann kriegen wir das Ding auch noch zusammen. Bringt uns natürlich nichts, weil wir die Waffe, ja, mal so gar nicht verzaubern können. So, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe hier. Ich will euch doch nur töten. Da müsst ihr doch gleich so, sie hier so ausrasten. So, weg, weg, weg. Ach komm, jetzt stell ich mich mal nicht so an. So, die paar Schreie kannst du doch wohl ab. So, mal hier anpieksen, damit alle ein bisschen beisammen kommen. Und nur die Großen jetzt hier übrig bleiben. Die kloppen jetzt auch nochmal weg. So, her damit. Und hier geht es dann auch schon wieder runter. Okay, hier waren wir schon. Dann hätten wir diesen Teil auch erkundet. So, was erwartet uns oberhalb dieser Treppen? Natürlich so komische Viecher und noch mehr komische Viecher. Oh nein! Das ist so ein Mistvieh hier mit so einem aufladenden Angriff. Das ist überhaupt nicht cool. So. Warte mal. Das können wir aufheben. Ein Stab, den wir eh nie benutzen werden. Aber naja, da klingelt ein wenig die Kasse. So. Was haben wir hier? Haben wir auch noch Flatterviecher.
aber nicht mehr lange. So. Ja, das war's hier leider auch schon wieder. Gut, also hier geht es wesentlich besser voran. Ach, die haben die schon getötet. Okay, dann gehen wir erstmal. Wobei, ich glaube, das führt eh beides zur gleichen Stelle, oder? Da sind wir nur eingetroffen. Die waren doch zu weit auseinander. So, hier wieder die Kälteviecher. Frosträuberin, aha. So, hier was gedroppt. Ja, ein Energy Drink. Was für ein Energie. Natürlich hast du Energie. Was für ein Energy Drink wohl diese Monster hier fallen lassen würden? Ich weiß es nicht. Gut. Das Vieh hätten wir. Wir räumen natürlich hier alles weg. Das gibt natürlich lecker Erfahrungspunkte. So, sehr schön. Wie steht's? Ach, wir haben fast. Naja. Vielleicht erreichen wir am Ende dieser Folge die Hälfte unseres Levels. Ich weiß es nicht. So. Ah ja, die heilen sich sogar. Das ist ja echt cool. Ach, jetzt wieder so ein Feuerwerks-Heini. Warte mal, ist hier irgendwas ready? Ah, nein, das sind Bogenschützen. Zu allem Überfluss. Warte mal, dann machen wir den mal hier zuerst weg. Die halten ja zum Glück nicht so viel aus. Ach, da ist noch so ein Vieh. Dann gehen wir erstmal hier hin. Nein, bleib doch mal. Och, Mann. Du bist doch ein Zonk, ey. So, dann machen wir die halt so platt. Ist ja auch kein Problem. So, weg mit dir. Und dann können wir uns diesem Belagerungsläufer widmen, der hier ein bisschen, ja, Feuerbälle verliert. So, sehr schön. Her damit. Ich meine, vielleicht finden wir irgendwann einen Speer, der besser ist als unsere epische oder legendäre Waffe. Kann ja vorkommen. Und dann können wir das Ding auch mal verzaubern. Das wäre vielleicht auch mal ganz cool. Auch cool, diese abgebrannten Hecken hier. So, was ist denn hier unten noch? Ich weiß, da oben ist eine Truhe. Die habe ich schon gesehen. So, hallo. Och, Mann. Du bist doch ein Zonk. Ich wollte die ganze Zeit Phantomschlag anwenden und jetzt passiert so eine Scheiße. Okay. Ganz ruhig. Ah, sind beide Ohren ab? Natürlich nicht. So, jetzt aber. Gut, das Ganze also nochmal. Naja, so viel haben wir jetzt auch nicht verloren. So, da ist unser Grabstein. Den müssen wir natürlich zurückerobern. Ja, richtig fies. Vor allem, wenn man dann festhängt und nicht mehr wegkommt und die einen umzingelt haben. Das ist richtig fies. Aber naja. Wir sind hier nicht mehr im Pussy-Modus. Und da muss man ein bisschen besser aufpassen. So, jetzt aber. Genau das wollte ich vorhin machen. Ach, da ist noch ein Vieh am Leben. Gut, jetzt nicht mehr. Ha, diese schöne Melodie hier im Hintergrund. Gut. Hier ist nichts mehr zu holen. Hier haben wir einen Brunnen. Das ist sehr schön. Checkpoint. So, haben wir hier noch was? Nein, hier ist alles versperrt. Und unser Held, der kann zwar die größten Monster bezwingen, aber nicht über so ein paar heruntergefallene Steine klettern. So, was ist das hier? Oberaufseher. So, jetzt ist er Unteraufseher, weil er sich die Welt von unten betrachten kann. Gut, was haben wir hier? Archaischer Pass. Ah ja, ich glaube, das ist dieses, das ist jetzt die Belagerung. Kann das sein? Okay, hier geht auf jeden Fall eine Brücke rüber. Ob wir hier hin müssen, ist natürlich die Frage. So, jawohl, den da unten habe ich auch noch getroffen. Sehr schön. So, lassen die vielleicht was Gescheites fallen? Außer hier so einen gelben Schrott, den ich nicht gebrauchen kann. So, was haben wir hier noch? Fallen. Ach, hier ist auch so ein Aufladeheini. Aber jetzt komm schon. Lass mich nicht im Stich. Jawohl. So, daneben geschossen. Gut, das Vieh ist platt. Die Fallen sind auch total fies. So, im Laufe der Zeit. Gut, hier haben wir noch so ein paar schnarrende Viecher. Naja, immerhin zwei getroffen. Besser als gar nichts. So, hier erstmal das. Nein, da ist doch schon wieder so ein Affe. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Boah, dieses Geräusch, ne? Halt, stehen bleiben. So, jetzt aber. Hier, der mit dem gelben Kreis um sich herum. Das ist der Gefährliche. Nein, ist er nicht.
so schnell Energietränke nehmen, beziehungsweise, treffe ich ihn auch mal, beziehungsweise Gesundheitstränke, wollte ich eigentlich sagen. Okay, dann hätten wir das auch freigeräumt. Da vorne ist wieder was, warte mal. Ah ja. Okay, das Ding werden wir töten. Und dann hoffentlich einen Questgegenstand, das ist eine Höhle hier wahrscheinlich, ne? Ergattern. Warte mal, ich guck nochmal hier rum. Hier sind noch bestimmt noch irgendwelche Wachen. So, Hauptsache den Hauptmann erstmal niederstrecken. Gut. Dann gehen wir mal hier rein, ein bisschen reinlucken. Oh, hier sind diese Mistviecher wieder. Na, Phantomschlag. Der braucht wieder eine extra Einladung, bis er sich wieder aufgeladen hat. Aber dafür ist er auch ziemlich mächtig. So. Was haben wir hier drin? Ein Stab und zwei Gesundheitstränke. Sehr schön. Davon haben wir jetzt schon wieder einige verbraucht. Ach nein, da ist so ein... Ja, so ein Pinky. Sogar mehrere. Aber irgendwie habe ich die schwerer in Erinnerung. Kann vielleicht jetzt am Giftwiderstand liegen. Ich habe keine Ahnung. Boah, wie die einfach mal zuschnappen mit den Tentakeln. Das sieht schon ein bisschen eklig aus. So. So, was haben wir hier drin? Okay. Gut, dann ist die Quest wahrscheinlich doch nicht in dieser Höhle hier zu finden. Außer sie geht jetzt hier nochmal gleich weiter. So, weg mit euch. So, was haben wir hier? Kampfmarkierung, okay. Damit wir auch morgen noch kraftvoll zuschlagen können. Oder wie auch immer. So. Den hätten wir auch, beziehungsweise die Spinne hätten wir auch. So, her mit dem Gold und hier oben geht es weiter. So, weg. Aha, hier sind die wieder. Wird doch langsam langweilig hier mit euch. Ihr seid einfach keine Herausforderung mehr, das sage ich jetzt. Und gleich stehen da wieder 20 Bogenschützen. Und ich sterbe wieder in Rekordzeit. So. Gut, dann mache ich euch platt. Du fließt auch zu Boden und du gleich hinterher. So, hier haben wir noch eine schöne Kiste und hier auch. Vielleicht haben wir irgendwas Tolles drin. Ich mache erstmal hier fertig. Da sind zumindest grüne Sachen drin. Noch mehr kannst du nicht tragen. Ja, und noch mehr kann ich nicht tragen. Das heißt, ich werde mich mal ganz schnell zurück teleportieren. Warte mal, wohin eigentlich? Warte mal, war das hier? Hinter dem Gericht? Ja, Tatsache. Hier geht die Luzi. Ich hoffe, hier ist auch ein Händler. Ich bin mir nicht mehr sicher. Doch, hier unten. Ach, hier ist auch ein Karawanenführer. Sehr geil. Leben. Das Heldentum endet nicht mit dem Leben. Schau auf die Felder vor dir. Große Taten, wie schon immer. Ja, wie gesagt, so ein Speer. Die haben mir schon ein bisschen angezogen, was die... ihr seht schon okay, der hier vielleicht nicht. Aber den einen, den ich gerade verkauft habe. Oh, der hat auch Widerstände. Egal. Jetzt weiß ich schon nicht mehr, was ich sagen wollte. Das ist total Mut dramatisch. Hält. So, warte mal, was in haben wir hier? In Partia ist einst mein Ochse gestorben. Musste den Wagen selber ziehen. Ah ja. So, warte mal. Durchschlagswiderstand brauchen wir, ne? Gegen die Bogenschützen. So, schade, dass man da nichts auf ein Schild machen kann. Was war das hier? Nein, wo macht man das überhaupt drauf? Kann Waffen, natürlich. Okay, Schutz gegen Untote, Feuerwiderstand, Elementarwiderstand ist natürlich richtig nice. Lebenskraftwiderstand, nee, da war nichts dabei. Das macht nur Durchschlagschaden, bla. Feuerwiderstand, ja, das ist jetzt, warte mal. Durchschlagswiderstand 30% auf die Schilde. Warte mal, was haben wir jetzt drauf? Das ist doch kacke. Was will ich damit? Dann würde ich doch eher sagen, machen wir hier so einen epischen Außenpanzer drauf. 30%. Achso, dann müssen wir das hier... Warte mal, dann nehmen wir den aber schon mal mit. So. Viel Glück, Freund. Ja, Glück brauche ich nicht. Können, mein Freund, können. So. Naja, das Einzige, was ich kann, ist sterben. Ne? Sehen wir da Tatsache doch mal ins Auge. So, warte mal, das können wir kombinieren. Warte mal, ich glaube, das habe ich doch auch... Nein, das habe ich nicht irgendwo gesehen. Ach, da hätte ich das doch hier einlagern können. Warte mal.
Einst transportierte ich 50 Kisten. Dein Gepäck ist bei mir sicher. Ja, ganz genau. So, dann kann ich das ja machen. Oh, Sterblicher. Du hast Glück, dass du noch lebst. Ja, ich will den Gegenstand zurückgewinnen. Zack. Yes. So, dann kann ich das nämlich verzaubern. So. Gut, und dann haben wir damit schon mal 32% Durchschlagswiderstand. Dann werde ich mal gucken, wie gut ich gegen die Viecher dann bestehe. Also gegen die Bogenschützen im Speziellen. Gut. Ich sollte vielleicht auch richtig anklicken. So, genau, wir waren auf, auf Plündermission. Ich nehme natürlich erstmal den Stab hier mit. So, zack, erstmal die Sachen einsammeln, die ich nicht benötige. Um mich da mit den guten Sachen abzugeben. Oder den vermeintlich guten Sachen, wie zum Beispiel diese Magierrüstung. Guckt euch erstmal an, ganz schön viele Widerstände. Plus 1 auf alle Fähigkeiten. Das ist sicherlich cool, können wir allerdings nicht tragen. Lähmungswiderstand. Aha. Na gut. Aber so gut ist das eigentlich alles gar nicht. Und den Stab, den tragen wir sowieso nicht. Dann packe ich das mal hier vorne hin. So. Naja, okay, suchen wir weiter nach unserer perfekten Waffe, die wir wahrscheinlich nicht mehr finden werden vor Hades, außer wir farmen. So, hier müsste es irgendwo wieder rausgehen. Und dann folgen wir einfach mal dieser Questmarkierung. Das soll uns ja irgendwo hier hochführen. Sondern hier sind noch ein paar Verbündete ohne umgekippte Statue. Natürlich. Sterbende Geister, was soll das denn sein? So. Ja, komm hoch mit dir. Gut, aber wir haben hier erstmal einen Checkpoint erreicht. Wir haben unseren Durchschlagswiderstand erhöht, drastisch erhöht um 30% eigentlich nur. Naja, egal. Wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn es heißt Let's Play Titan Quest. Jetzt habe ich auf dem Mikrofon gespuckt, aber das ist mir egal. Mit dem Add-on Immortal Throne mit der Epic Edition. Also, bis dann.